Das ist der Präfekt der Bischofskongregation, Kardinal Ouellette. Dann sind das noch zwei Erzbischöfe, Erzbischof Sabio und Adokuno. Und das ist übrigens ein Priester aus Ägypten, Monsignor Khaled Bishai, ein Kollege von mir, dem auch der Stellvertretende für die Ostkirchen da sind. Und das sind die apostolischen Protonotare, eben gerade Monsignore Sapienza. Vielleicht einigen bekannt, weil er nämlich die Präfektur des päpstlichen Hauses als Mitarbeiter von Erzbischof Genswein tätig ist. Es werden nun einige Abschnitte aus diesem Schreiben vorgetragen. Francesco, Vescovo di Roma, Servo dei Servi di Dio, Franziskus, Bischof von Rom, Diener der Diener Gottes, erbittet allen Lesern dieses Schreibens Gnade, Barmherzigkeit und Frieden. Jesus Christus ist das Antlitz der Barmherzigkeit des Vaters. Das Geheimnis des christlichen Glaubens scheint in diesem Satz auf den Punkt gebracht zu sein. In Jesus von Nazareth ist die Barmherzigkeit des Vaters lebendig und sichtbar geworden und hat ihren Höhepunkt gefunden. Der Vater, der voll des Erbarmens ist, der sich Mose als barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Huld und Treue, offenbart hatte, hat nie aufgehört, auf verschiedene Weise und zu verschiedenen Zeiten in der Geschichte seine göttliche Natur mitzuteilen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte er, seinem Heilsplan entsprechend, seinen Sohn, geboren von der Jungfrau Maria, um uns auf endgültige Weise seine Liebe zu offenbaren. Wer ihn sieht, sieht den Vater. Jesus von Nazareth ist es, der durch seine Worte und Werke und durch sein ganzes Dasein die Barmherzigkeit Gottes offenbart. Jesus di Nazareth, con la sua parola, con i suoi gesti, e con tutta la sua persona rivela la misericordia di Dio. Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di pace. Dieses Geheimnis der Barmherzigkeit gilt es stets neu zu betrachten. Es ist Quelle der Freude, der Gelassenheit und des Friedens. Es ist Bedingung unseres Heils, Barmherzigkeit. In diesem Wort offenbart sich das Geheimnis der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Barmherzigkeit ist der letzte und endgültige Akt, mit dem Gott uns entgegentritt. Barmherzigkeit ist das grundlegende Gesetz, das im Herzen eines jeden Menschen ruht und den Blick bestimmt, wenn er aufrichtig auf den Bruder und die Schwester schaut, die ihm auf dem Weg des Lebens begegnen. Barmherzigkeit ist der Weg, der Gott und Mensch vereinigt, denn sie öffnet das Herz für die Hoffnung, dass wir trotz unserer Begrenztheit, aufgrund unserer Schuld, für immer geliebt sind. Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati. Es gibt Augenblicke, in denen wir aufgerufen sind, in ganz besonderer Weise den Blick auf die Barmherzigkeit zu richten und dabei selbst zum wirkungsvollen Zeichen des Handelns des Vaters zu werden. Genau darum habe ich ein außerordentliches Jubiläum der Barmherzigkeit ausgerufen. Es soll eine Zeit der Gnade für die Kirche sein und helfen, das Zeugnis der Gläubigen stärker und wirkungsvoller zu machen. L'anno santo si aprirà l'8 dicembre 2015. Das heilige Jahr wird am 8. Dezember 2015 dem Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria eröffnet. Dieses liturgische Fest weist darauf hin, wie Gott seit Anbeginn unserer Geschichte gehandelt hat. Am darauffolgenden Sonntag, dem 3. Advent, wird die heilige Pforte in der Bischofskirche von Rom, der Basilika St. Johannes im Lateran, geöffnet. Nach und nach folgen die anderen Papstbasiliken in Rom. Für den gleichen Sonntag lege ich fest, dass in allen Teilkirchen, entweder in der Bischofskirche, die die Mutter aller Kirchen im Bistum ist, oder in der Konkathedrale,
oder in einer anderen Kirche mit herausragender Bedeutung für die Dauer des Heiligen Jahres ebenfalls eine Pforte der Barmherzigkeit geöffnet werde. A scelta dell'ordinario, essa potrà essere aperta. An diesen heiligen Orten machen ja tatsächlich viele Pilger die Erfahrung der Gnade, die sie im Herzen trifft und zur Umkehr führt. Jede Teilkirche ist also direkt in dieses heilige Jahr einbezogen und möge es als einen Moment außerordentlicher Gnade und spiritueller Erneuerung erleben. Dieses Jubiläum wird daher in Rom gefeiert wie in den Teilkirchen und wird damit zum sichtbaren Zeichen der Gemeinschaft der ganzen Kirche. Ich habe den 8. Dezember als Eröffnungstermin gewählt, weil er eine große Bedeutung in der jüngsten Kirchengeschichte hat. Ich werde nämlich die Heilige Pforte genau 50 Jahre nach dem Ende des Zweiten Vatikanischen Ökumenischen Konzils eröffnen. Die Kirche spürt das Verlangen, diesen Moment lebendig zu halten. Für sie begann damals ein neuer Weg in ihrer Geschichte. Die Konzilsväter hatten stark, wie ein wahres Wehen des Geistes, die Notwendigkeit verspürt, zu den Menschen ihrer Zeit in einer verständlicheren Weise von Gott zu sprechen. Mauern, die die Kirche allzu lange in einer privilegierten Festung eingeschlossen hatten, wurden eingerissen, und die Zeit war gekommen, um das Evangelium auf neue Weise zu verkünden. Eine neue Etappe der immer anstehenden Evangelisierung hatte begonnen. Eine neue Verpflichtung für alle Christen, mit verstärktem Enthusiasmus und voller Überzeugungskraft Zeugnis für ihren Glauben abzulegen. L'anno giubilare si concluderà nella solennità liturgica. Das Jubiläumsjahr endet mit dem Christkönigssonntag am 20. November 2016. Wenn wir an diesem Tag die heilige Pforte schließen, werden unsere Gefühle von dankbarer Ergebenheit gegenüber der allerheiligsten Dreifaltigkeit bestimmt sein, dass sie uns eine solche besondere Zeit der Gnade geschenkt hat. Wir werden dann das Leben der Kirche, die gesamte Menschheit und den unermesslichen Kosmos der Herrschaft Christi anvertrauen mit der Bitte, dass seine Barmherzigkeit sich wie der Morgentau auf die Geschichte lege und sie fruchtbar werden lasse, mit dem Einsatz aller für die unmittelbare Zukunft. Con lo sguardo fisso su Gesù e il suo volto misericordioso possiamo cogliere l'amore della Santissima Trinità. Wenn wir den Blick auf Jesus und auf sein barmherziges Antlitz richten, sehen wir die Liebe der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Die Sendung, die Jesus vom Vater erhalten hatte, war es, das Geheimnis der göttlichen Liebe in seiner ganzen Fülle zu offenbaren. Seine Person ist nichts anderes als Liebe, eine sich schenkende Liebe. Seine Beziehungen zu den Menschen, die ihn umgeben, sind einzigartig und unwiederholbar. Seine Zeichen, gerade gegenüber den Sündern, Armen und Ausgestoßenen, Kranken und Leidenden, sind ein Lehrstück der Barmherzigkeit. Alles in ihm spricht von Barmherzigkeit, nichts in ihm ist ohne Mitleid. Tutto in lui parla di misericordia. Nulla in lui è privo di compassione. L'architrave che sorregge la vita della Chiesa. Der Tragebalken, der das Leben der Kirche stützt, ist die Barmherzigkeit. Ihr gesamtes pastorales Handeln sollte umgeben sein von der Zärtlichkeit, mit der sie sich an die Gläubigen wendet. Ihre Verkündigung und ihr Zeugnis gegenüber der Welt können nicht ohne Barmherzigkeit geschehen. Die Glaubwürdigkeit der Kirche führt über den Weg der barmherzigen und mitleidenden Liebe. Misericordioso e compassionevole. Forse per tanto tempo
Vielleicht haben wir es für lange Zeit vergessen, auf den Weg der Barmherzigkeit hinzuweisen und ihn zu gehen. Auf der einen Seite hat die Versuchung, stets und allein die Gerechtigkeit zu fordern, uns vergessen lassen, dass diese nur der erste Schritt ist. Dieser Schritt ist zwar notwendig und unerlässlich, aber die Kirche muss darüber hinausgehen, um eines höheren und bedeutungsvolleren Zieles willen. La prima verità della Chiesa è l'amore di Cristo. Di questo amore che giunge fino al perdono e al dono di sé. Die erste Wahrheit der Kirche ist die Liebe Christi. Die Kirche macht sich zur Dienerin und Mittlerin dieser Liebe, die bis zur Vergebung und zur Selbsthingabe führt. Wo also die Kirche gegenwärtig ist, dort muss auch die Barmherzigkeit des Vaters sichtbar werden. In unseren Pfarreien, Gemeinschaften, Vereinigungen und Bewegungen, das heißt überall, wo Christen sind, muss ein jeder Oasen der Barmherzigkeit vorfinden können. In questo anno santo potremo fare l'esperienza di aprire il cuore a quanti vivono. In diesem heiligen Jahr können wir die Erfahrung machen, wie es ist, wenn wir unsere Herzen öffnen für alle, die an den unterschiedlichsten existenziellen Peripherien leben, die die moderne Welt in oft dramatischer Weise hervorbringt. Wie viele prekäre Situationen und wie viel Leid gibt es in unserer Welt? Wie viele Wunden sind in das Fleisch so vieler Menschen gerissen, die keine Stimme mehr haben, weil ihr Schrei aufgrund der Teilnahmslosigkeit der reichen Völker schwach geworden oder gar ganz verstummt ist? In diesem Jubiläum ist die Kirche noch mehr aufgerufen, diese Wunden zu behandeln, sie mit dem Öl des Trostes zu lindern, sie mit der Barmherzigkeit zu verbinden und sie mit der geschuldeten Solidarität und Achtung zu heilen. Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass die Christen während des Jubiläums über die leiblichen und geistigen Werke der Barmherzigkeit nachdenken. Das wird eine Form sein, unser Gewissen, das gegenüber dem Drama der Armut oft eingeschlafen ist, wachzurütteln und immer mehr in die Herzmitte des Evangeliums vorzustoßen, in dem die Armen die Bevorzugten der göttlichen Barmherzigkeit sind. La parola del perdono possa giungere a tutti e la chiamata a sperimentare la misericordia non lasci nessuno indifferente. Das Wort der Vergebung möge alle erreichen und die Einladung, die Barmherzigkeit an sich wirken zu lassen, lasse niemanden unberührt. Mein Ruf zur Umkehr richtet sich mit noch größerem Nachdruck an alle Menschen, die aufgrund ihrer Lebensführung fern sind von Gott. Penso in modo particolare agli uomini e alle donne che appartengono a un gruppo criminale. Ich denke hier besonders an die Männer und Frauen, die einer kriminellen Vereinigung angehören, welche auch immer dies sei. Zu eurem eigenen Wohl bitte ich euch, ändert euer Leben. Ich bitte euch im Namen des Sohnes Gottes, der, obwohl er gegen die Sünde gekämpft hat, nie einen Sünder zurückgewiesen hat. Lo stesso invito giunga anche alle persone fautrici o complici di corruzione. Dieselbe Einladung richte ich an die Förderer und Komplizen der Korruption. Diese schwerende Wunde der Gesellschaft ist eine schwere, himmelschreiende Sünde, denn sie untergräbt das Fundament des Lebens des Einzelnen und der Gesellschaft. Die Korruption nimmt Menschen die Hoffnung auf die Zukunft, denn in ihrer Rücksichtslosigkeit und Gier zerstört sie die Zukunftspläne der Schwachen und erdrückt die Armen. Es ist ein Übel, das damit beginnt, sich in alltäglichen kleinen Dingen einzunisten, um sich dann so weit auszubreiten, wie es dann manchmal in den großen Skandalen sichtbar wird. Questo è il tempo di lasciarsi toccare il cuore. Davanti al male commesso, anche a crimini gravi. Das ist der Augenblick, um sich im Herzen anrühren zu lassen. Angesichts des begangenen Übels, auch angesichts schwerer Verbrechen, ist der Zeitpunkt gekommen, das Weinen der unschuldigen Menschen zu hören, die man ihrer Güter, ihrer Würde, der Zuneigung und gar des Lebens selbst beraubt hat. Gott wird nicht müde, die Hand auszustrecken. Es genügt nur, die Einladung zur Umkehr anzunehmen und sich der Gerechtigkeit zu unterwerfen, während die Kirche die Barmherzigkeit anbietet.
La misericordia possiede una valenza che va oltre i confini della Chiesa. Die Barmherzigkeit ist auch über die Grenzen der Kirche hinaus bedeutsam. Sie verbindet uns mit dem Judentum und dem Islam, für die sie eine der wichtigsten Eigenschaften Gottes darstellt. Dieses Jubiläumsjahr, das wir im Geist der Barmherzigkeit leben, mag die Begegnung mit diesen Religionen und mit anderen ehrwürdigen religiösen Traditionen fördern. Es mache uns offener für den Dialog, damit wir uns besser kennen und verstehen lernen. Es überwinde jede Form der Verschlossenheit und Verachtung und vertreibe alle Form von Gewalt und Diskriminierung. Unser Gedanke richte sich nun auf die Mutter der Barmherzigkeit. Ihr liebevoller Blick begleite uns durch dieses heilige Jahr, damit wir alle die Freude der Zärtlichkeit Gottes wiederentdecken können. Kein anderer hat so wie Maria die Tiefe des Geheimnisses der Menschwerdung Gottes kennengelernt. Ihr ganzes Leben war geprägt von der Gegenwart der fleischgewordenen Barmherzigkeit. Rivolgiamo a lei la preghiera antica e sempre nuova della Salve Regina, perché non si stanchi mai di rivolgere a noi. Richten wir an Sie das uralte und doch stets neue Gebet des Salve Regina, dass Sie nie müde werde, uns ihre barmherzigen Augen zuzuwenden und uns würdig mache, das Antlitz der Barmherzigkeit zu betrachten, ihren Sohn Jesus Christus. Ein außerordentliches heiliges Jahr also, um im Alltag die Barmherzigkeit zu leben, die der Vater uns von Anbeginn entgegenbringt. Lassen wir uns in diesem Jubiläum von Gott überraschen. Er wird nicht müde, die Tür seines Herzens offen zu halten und zu wiederholen, dass er uns liebt und sein Leben mit uns teilen will. Die Kirche spürt die dringende Notwendigkeit, Gottes Barmherzigkeit zu verkünden. Ihr Leben ist authentisch und glaubwürdig, wenn sie die Barmherzigkeit überzeugend verkündet. Sie weiß, dass besonders in einer Zeit wie der unsrigen, die voller großer Hoffnungen ist, aber auch voller starker Widersprüche, ihr vorrangiger Auftrag darin besteht, alle durch die Betrachtung des Antlitzes Christi in das große Geheimnis der Barmherzigkeit Gottes einzuführen. Dal cuore della Trinità. Aus dem Herzen der Dreifaltigkeit, aus dem tiefsten Inneren des göttlichen Geheimnisses entspringt und quillt ununterbrochen der große Strom der Barmherzigkeit. Diese Quelle kann niemals versiegen, seien es auch noch so viele, die zu ihr kommen. Wann immer jemand das Bedürfnis verspürt, kann er sich ihr nähern, denn die Barmherzigkeit Gottes ist ohne Ende. So groß und so unergründlich ist die Tiefe dieses Geheimnisses, das sie umfängt, so groß und so unergründlich der Reichtum, der aus ihr hervorquillt. In diesem Jubiläumsjahr finde in der Kirche das Wort Gottes Echo, das stark und überzeugend erklingt als ein Wort und eine Geste der Vergebung, der Unterstützung, der Hilfe und der Liebe. Die Kirche werde nie müde, Barmherzigkeit anzubieten, und sie sei stets geduldig im Trösten und Vergeben. Sie mache sich zur Stimme eines jeden Mannes und einer jeden Frau und wiederhole voll Vertrauen und ohne Unterlass: Denk an dein Erbarmen, Herr, und an die Taten deiner Huld, denn sie bestehen seit Ewigkeit. Dato a Roma. Presso San Pietro l'11 aprile. Gegeben zu Rom bei St. Peter am 11. April, Vigil des zweiten Sonntags der Osterzeit oder Sonntags der göttlichen Barmherzigkeit im Jahr des Herrn 2015, im dritten Jahr des Pontifikats von Papst Franziskus. Pater Sapientia hat einige wichtige Abschnitte des Schreibens von Papst Franziskus verlesen. Sie haben es gehört. Das Schreiben selber ist noch viel länger und Sie können es übrigens auf unserer Homepage nachlesen, auf die ich an dieser Stelle gerne hinweise, www.radiovatikan.de,
oder auch CH oder AT. Alle drei sind möglich. Procedamus in pace. Lasst uns ziehen in Frieden im Namen Christi. Amen. Mit diesem Ruf des Diakons zieht nun Papst Franziskus, begleitet von den Kardinälen und der Kurie, nach vorne in den Petersdom ein. Derweil singt die Schola und die Gemeinde den Gesang Misericordias Domini in Aeternum Cantabus, kennen wir aus Tese. In Ewigkeit werde ich die Barmherzigkeit Gottes besingen. Noch zu denen, denen die Bulle überreicht wurde. Also wie gesagt, die Erzpriester der vier Papstbasiliken in Rom, dann einigen Kurienkardinälen, die für die Weltkirche stehen, und dann den apostolischen Protonotaren. Warum denen? Sie sind sozusagen die Anwälte, die Notare, die diesen Akt dann beglaubigen werden. Und die apostolischen Protonotare stellen eines der ältesten Ämter an der römischen Kurie dar. Erstmal ist ein heiliges Jahr im Jahre 1300 von Papst Bonifaz dem 8. ausgerufen worden. Ursprünglich sollte es nur alle 100 Jahre stattfinden. Seitdem wurde es allerdings dann immer, wurden die Abstände dann immer enger, und jetzt ist an sich die Regel alle 25 Jahre. Aber auch das wird gerne durchbrochen. So hat zum Beispiel Papst Benedikt 2009 ein heiliges Jahr ausgerufen zum Paulusjahr und eben jetzt auch Franziskus nur 6 Jahre später. Die offiziellen, die ordentlichen Jubiläare waren, die letzten waren 1975 und das Jahr 2000.
Das nächste ordentliche heilige Jahr wird dann übrigens im Jahr 2025 wieder stattfinden. Ja, was passiert eigentlich so beim Heiligen Jahr? Papst Franziskus hat in seinem Schreiben ja jetzt schon einiges genannt. Faktisch ist es so, dass in der Regel in den Kathedralen auf der ganzen Welt besondere Ablässe gewonnen werden können, zu den üblichen Bedingungen, das heißt also Messe, Beichte, Gebet in Meinung des Heiligen Vaters, aber auch besondere Bußfeiern gemeinschaftlicher Art sind, also auch dort da. Und Barmherzigkeit ist deswegen das Thema dieses Heiligen Jahres, da seit Beginn seines Pontifikats dieses Thema immer wieder kommt. Wir erinnern uns an das erste Angelusgebet, das er bzw. Regina Caeli, da erwähnte er ja das Buch, das Kardinal Kaspar geschrieben hat über die Barmherzigkeit. Brach damals auch mit der ungeschriebenen Regel, dass man nie einen Kardinal erwähnt bei einer solchen Gelegenheit. Er hat es getan, weil er wirklich ihn sehr geschätzt hat. Kardinal Kaspar zeigt in seinem Buch, dass die Barmherzigkeit ja eigentlich das Herzstück des christlichen Glaubens ist. Und wie auch eben in der Bulle gehört, Gerechtigkeit ist die eine Seite, aber das ist nur der erste Schritt. Ohne Barmherzigkeit kann es keine gute, gerechte Welt geben. Papst Franziskus ist mittlerweile an die Confessio angekommen, das heißt also zu den Stufen, die zum Petrusgrab hinabführen. Er inzensiert nun den Altar, ehrt ihn also mit Weihrauch. Zunächst aber die Osterkerze, die links aufgestellt ist. Dio viene a salvarmi. Oh Gott, komm mir zu Hilfe, Herr, eile mir zu helfen mit den Worten. Mit diesen Worten eröffnet Papst Franziskus nun die erste Vesper vom zweiten Sonntag der Osterzeit, Weißen Sonntag oder auch Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit genannt. Zum Mahl des Lammes schreiten wir mit weißen Kleidern angetan. Die Schule und die Gemeinde singt gemeinsam den Osterhymnus.
Nach dem Hymnus folgen nun die Psalmen. Es sind die Psalmen vom Ostersonntag. Psalm 110. Maria Magdalena und die andere Maria kamen, um nach dem Grab zu sehen. Ein Zitat aus dem Matthäus-Evangelium, 28. Kapitel, ist die Antiphon zum Psalm. Kommt her und seht die Stelle, wo der Herr gelegen hat. Halleluja. Das ist die zweite Antiphon zum Psalm 114. Quando Israele uscì dall'Egitto, dalla casa di Giacobbe andò a morire.
Die dritte Antiphon ist auch aus dem Matthäusevangelium 28. Kapitel, dem Abschlusskapitel. Jesus sprach: Fürchtet euch nicht, geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, dort werdet ihr mich sehen. Das Heil und die Herrlichkeit und die Macht ist bei unserem Gott. Die Schule singt nun das Kantikum aus dem Buch der Offenbarung im 19. Kapitel. Folgt nun die Kurzlesung aus dem Römerbrief im 5. Kapitel, die Verse 10 und 11. Se quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati. Da wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes,
als wir noch Gottes Feinde waren, werden wir erst recht, nachdem wir versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben. Mehr noch, wir rühmen uns Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch den wir jetzt schon die Versöhnung empfangen haben. Dal quale ora abbiamo ottenuto la riconciliazione. Und jetzt erwarten wir die Predigt von Papst Franziskus. Papst Franziskus predigt von Ambo aus. Risuona ancora in tutti noi. In uns allen klingt noch der Gruß des auferstandenen Jesus an seine Jünger am Abend des Ostertages nach. Friede sei mit euch. La pace, soprattutto in queste settimane. Vor allem in diesen Wochen bleibt der Friede nur ein Wunsch für so viele Völker, die die unerhörte Gewalt der Diskriminierung und des Todes erleiden, nur weil sie den Namen Christen tragen. La nostra preghiera si fa ancora più intensa e diventa un grido di aiuto. Unser Gebet wird noch eindringlicher und zu einem Hilfeschrei zum Vater, der voll Erbarmen ist, damit er den Glauben so vieler leidender Brüder und Schwestern stützen möge. Zugleich bitten wir, dass er unsere Herzen verwandle, um von der Gleichgültigkeit zum Mitleid zu gelangen. San Paolo ci ha ricordato che siamo stati salvati nel mistero della morte. Der heilige Paulus hat uns daran erinnert, dass wir im Geheimnis des Todes und der Auferstehung des Herrn Jesus errettet wurden. Er ist der Versöhner, der in unserer Mitte lebt, um den Weg der Versöhnung mit Gott und unter den Brüdern und Schwestern zu schenken. Der Apostel ruft in Erinnerung, dass trotz der Schwierigkeiten und Leiden im Leben die Hoffnung auf das Heil, welche die Liebe Christi in unseren Herzen gesät hat, dennoch wächst. Gottes Barmherzigkeit ist in uns ausgegossen, macht uns gerecht und schenkt uns Frieden. Una domanda è presente nel cuore di tanti. Ma perché oggi un giubileo della misericordia? Eine Frage beschäftigt die Herzen vieler. Warum heute ein Jubiläum der Barmherzigkeit beginnen? Ganz einfach, weil die Kirche in dieser Zeit großer epochaler Veränderung gerufen ist, die Zeichen der Gegenwart und Nähe Gottes vermehrt anzubieten. Dies ist nicht Zeit für Ablenkung, sondern im Gegenteil, um wachsam zu bleiben und in uns die Fähigkeit, auf das Wesentliche zu schauen, wieder zu erwecken. Es ist
jetzt die Zeit für die Kirche, den Sinn des Auftrags wieder neu zu entdecken, den der Herr ihr am Ostertag anvertraut hat. Zeichen und Werkzeug der Barmherzigkeit des Vaters zu sein. Deswegen soll das Heilige Jahr den Wunsch lebendig halten, die vielen Zeichen der Zärtlichkeit begreifen zu können, die Gott der ganzen Welt anbietet. Vor allem denen, die in Leid sind, die allein und verlassen und auch ohne Hoffnung sind, vom Vater Vergebung zu erlangen und sich von ihm geliebt zu wissen. E di sentirsi amati dal Padre. Un anno santo. Ein heiliges Jahr, um in uns die Freude tiefer zu verspüren, dass wir von Jesus wiedergefunden wurden, der als guter Hirt gekommen ist, uns zu suchen, weil wir uns verirrt hatten. Ein Jubiläum, um die Wärme seiner Liebe zu spüren, wenn er uns auf seine Schulter nimmt, um uns zum Haus des Vaters zurückzubringen. Ein Jahr, in dem wir vom Herrn Jesus berührt und von seiner Barmherzigkeit verwandelt werden, damit auch wir zu Zeugen der Barmherzigkeit werden. Ecco perché il Giubileo. Perché questo è il tempo della misericordia. È il tempo favorevole. Das ist der Grund für das Jubiläum, denn dies ist die Zeit der Barmherzigkeit. Es ist eine gute Zeit, um die Wunden zu heilen, um nicht müde zu werden, denen zu begegnen, die darauf warten, die Zeichen Nähe Gottes zu sehen und mit der Hand zu berühren, um allen den Weg der Vergebung und der Versöhnung anzubieten. La via del perdono e della riconciliazione. La madre della divina misericordia. Maria, die Mutter der göttlichen Barmherzigkeit, öffne unsere Augen, damit wir die Aufgabe verstehen, zu der wir gerufen sind. Und sie erwirke uns die Gnade, dieses Jubiläum der Barmherzigkeit in einem treuen und fruchtbaren Zeugnis zu leben. Con una testimonianza fedele e feconda. Eine Gelegenheit, Gottes Barmherzigkeit, Zärtlichkeit und Liebe zu spüren. Mit diesen Worten hat Papst Franziskus den Sinn dieses Jubiläumsjahres auf den Punkt gebracht. Es folgt nun die Antiphon Haec Dies. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. Bevor es dann gleich dann weitergeht mit dem Magnificat-Gesang. Thank you.
Tage darauf kam Jesus wiederum bei den verschlossenen Türen und sprach zu den Jüngern, Friede sei mit euch. Mit dieser Antiphon aus dem Johannesevangelium wird der Magnificat-Gesang eingeleitet.
Papst Franziskus leitet nun zu den Fürbitten über. Cristo che vivi in eterno, ascolta la nostra preghiera. Cristo che vivi in eterno, ascolta la nostra preghiera. Tu che sei la pietra scartata dai costruttori. Du bist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist. Mach uns zur lebendigen Kirche, Steinen, um die Kirche aufzubauen. Du bist der treue und wahrhaftige Zeuge. Hilf deiner Kirche, von dir Zeugnis zu geben. O einziger Bräutigam der Kirche, mach uns zu Verkündern deines bräutlichen Sakraments mit deiner Kirche. Du warst tot und lebst nun ewig. Erhalte in den Neugetauften dein Leben. O glorreiches Licht der heiligen Stadt Gottes, leuchte unseren Verstorbenen in Ewigkeit. Es folgt das Vater unser. Barmherziger Gott, durch die jährliche Osterfeier erneuerst du den Glauben deines Volkes. Lass uns immer tiefer erkennen, wie heilig das Bad der Taufe ist, das uns gereinigt hat. Wie mächtig dein Geist, aus dem wir wiedergeboren sind. Wie kostbar das Blut, durch das wir erkauft sind. Darum bitten wir durch Jesus Christus, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Und nun folgt der Schlusssegen.
Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la pace. La benedizione del Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, descenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Ite in pace, alleluia, alleluia. Das ist Regina Celli im neuen Gotteslob unter der Nummer 666, Nummer 3. Ja, damit sind wir an das Ende unserer Übertragung gekommen. Wir haben die erste Vesper zum zweiten Sonntag der Osterzeit mit der Papst Franziskus die Bullen zur Eröffnung des Heiligen Jahres übergeben hat. Das Heilige Jahr, es wird am 8. Dezember diesen Jahres eröffnet. Wir möchten Sie weiterhin darauf hinweisen, dass wir auch morgen wieder einen Gottesdienst mit Papst Franziskus übertragen, ab 9 Uhr. Und zwar ist es eine Feier, in der Gregorius zum Kirchenlehrer erhoben wird und in der auch das Gedenken an den Völkermord vor 100 Jahren an den Armeniern gefeiert wird. Und natürlich auch wieder über unsere Partnersender, die wir an dieser Stelle nochmal ganz herzlich grüßen wollen. EWTN TV, KTV, Radio Horeb, Radio Maria Österreich, Deutsch und Schweiz und Südtirol. Es hat Sie durch die Sendung begleitet. Felicia Schuld und Pater Max Capabianca, wir beiden verabschieden uns ganz herzlich von Ihnen, wünschen Ihnen noch einen gesegneten Sonntag, alles Gute und freuen uns, wenn Sie morgen wieder einschauen. Hier ist Radio Vatikan. Laudete Jesus Christus.